Und, liebe Zuschauer, haben die Erkältungsviren in Ihren Familien, Freundes- oder Kollegenkreis auch schon richtig zugeschlagen? Ja, mit den sinkenden Temperaturen steigt wieder der Taschentuchverbrauch. Gerade beim Handschlag verbreiten sich die Viren im Handumdrehen. Am Tag der Handhygiene haben wir deshalb mal für Sie den Test gemacht. Wenn man sie doch nur sehen könnte, denn unangenehme Viren und Bakterien lauern wirklich überall. Und nicht immer kann man ihnen problemlos aus dem Weg gehen. Man müsste sich eigentlich alle paar Minuten waschen. Ist nicht möglich. Aber eines muss man. Nach der Toilette wirklich die Hände waschen. Dass es damit nicht jeder Gast so genau nimmt, hat unser Experte bewiesen. Veit blendet den Ekelfaktor kurzfristig aus und macht für uns den Selbsttest. Wir werden jetzt jemanden die Hand geben. Vorher mache ich mir die Hände steril. Vor und nach dem überfallartigen Händeschütteln misst Veit die Anzahl der Keime und Bakterien in seiner eigenen Hand. Und dann geht's los. Hallo, grüß dich. Ja, grüß dich. Wie geht's dir denn? Er kennt mich gar nicht mehr. Ciao. Ich hab sie nicht gekannt, aber beim Handgeben war sie etwas feucht. Pfui Teufel. Aber ich mache jetzt mal einen Test, was die mir in die Hand geschmiert haben. Und dann greift Veit wieder zu seinem Messgerät. Das Ergebnis jetzt? Ja, Normalwert ist 200. Ich habe jetzt einen Wert von über 1200. Also der hat mir ganz schön was in die Hand geschmiert. Wie schnell auch Ihre Handflächen innerhalb kurzer Zeit zum Bakterienbiotop werden können, wird uns der Experte nun noch einmal demonstrieren. Eine Einkaufspassage irgendwo in Deutschland. Unser Proband, Student Max. Seine Hände, spätestens jetzt, absolut sauber, nahezu steril. Und dann begleiten wir Max durch die Innenstadt. In Geschäfte, zum Geldautomaten, einkaufen. Wir waren jetzt unterwegs. Er hat überall die Finger drin und drauf gehabt. Und was daraus entstanden ist, wollen wir jetzt feststellen. Wir haben einen ganz sterilen Keimträger. Und ich nehme jetzt eine Probe von dem Unrat, das er an den Händen hat. So, unser Geheimnis kommt jetzt in den Brutschrank, wo es herrlich warm ist, bei ca. 38 Grad und da bleibt es 48 Stunden. Ich gehe mal davon aus, er hat unheimlich viel angefasst, aber auch nicht mehr, wie es jeder andere auch tun würde, der sich in der Öffentlichkeit bewegt. Das Ergebnis, 2 Tage später, erfordert kaum noch einen Kommentar. Spuren von Pilzen, Eiter, Kolibakterien. Ekelhaft, aber auch hochinfektiös. Tipp des Experten in puncto Ansteckungsrisiko und Hygiene: Waschen Sie Ihre Hände möglichst schnell zu Hause nach Ihren Einkäufen, damit Sie das nicht noch stundenlang in den eigenen 4 Wänden verteilen.